So, hallo, seid euch gegrüßt. Jetzt haben wir einen DevOut Radio mit Bluetooth verbinden. Das sieht so aus. Bluetooth einschalten. So, ich habe ein iPhone-Gerät. Bluetooth einschalten. Und da sieht man schon. Super, ist verbunden. Jetzt werden wir Musik anhören. Es klickt schon. Alle Tastaturen. Suche etwas von YouTube raus, zum Beispiel. Das passt jetzt ganz gut. Also es klingt schon. Ja, wie ihr hören könnt, es klingt sehr gut. Also ich meine schon, das lohnt sich, diesen Gerät zu kaufen. Wie werde man den Menü anschauen? Zum Beispiel, da kann auch Tab, also digitales Radio benutzen. Da kann man schon mehrere Sendungen einstellen, zum Beispiel auf der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Da kann man Autos scannen, manuell. Gibt es auch ein Menü dazu. Da kann man den Sound regeln, da kann man zurückgehen. Im Menü kann man noch viele Dinge, zum Beispiel, welche Sprache soll sein, da könnt ihr sehen. Da sind die Sprachen, kann man auch das einstellen. Und da kann man das zurücksetzen auf Werkstand. Da kann man Bluetooth einschalten. Natürlich hat sich sofort verbindet. Da unten kann man schon sehen. Jetzt werden wir noch eins einhören. Ja, das hat schon einen riesen guten Lautsprecher. Da kann man auch anschauen, was drin ist. Da gibt es ein Ladekabel dazu. Da kann man noch irgendwelche Dinge reintun. Zum Beispiel, da gibt es auch eine USB-Schnittstelle. Da gibt es auch eine AUX.
Da findet man auch den Akku. Da sieht man schon. Da kann man auch auf der Baustelle benutzen. Wir benutzen auch oft, also das geht eigentlich 3 Tage. Von morgen 8 bis Nachmittag 5. Eine Aufladung, aber da kann man auch auf der Baustelle so benutzt werden. Und was wichtig ist, da könnt ihr auch den Akku laden zwischen. Also das ist dann schon ein riesengutes Ding. Also hat eine USB-Schnittstelle, hat eine AUX, hat Bluetooth und hat auch digitales Radio. Es lohnt sich, das ist schon ein gutes Gerät. Wenn ihr mal Fragen habt, dann könnt ihr kommentieren, vergesst nicht liken. Und dann natürlich abonnieren auf meinen Channel. Tschüss!